hier in Beckum steht das erste Haus in Deutschland, das mit einem 3D-Drucker gedruckt wurde. Abgefahren, oder? Selbst die Sonnenliegen hier, die sind aus Beton gedruckt und ich würde die jetzt eigentlich gerne mal in die Sonne schieben, aber die wiegt leider 600 Kilogramm. Das ist ein bisschen schwer für mich. Das Haus hier ist vor 3 Monaten fertiggestellt worden und ich treffe jetzt den Planer und den Architekten des Hauses, Waldemar Korte. Hallo Waldemar. Hi, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dass du da bist. Was für ein Kunstwerk. Super cool, oder? Hammer. Und man sieht ja auch schon richtig, dass es gedruckt wurde. Ne? Also so richtig Schicht für Schicht. Genau, das sind die gedruckten Strukturen. Und hier auch ganz schön zu sehen, dass wir auch runde Ecken mittlerweile bauen können. Das sieht super gut aus. Ich bin total gespannt, wie es drinnen aussieht. Ja, dann lass uns mal reingehen. Nicht nur die Außenwände, sondern auch die Innenwände sind alle von einem Drucker aus Beton gedruckt. Mir gefällt das. Ja, es gibt gar keine richtigen Ecken, ne? Es ist alles rund. Es ist alles ausgerundet. Und alles, was fest eingebaut bleibt, wie zum Beispiel der Kamin, ist auch direkt mitgedruckt. Hier ist ja eine schöne Sitzecke, da sieht man noch sehr schön einen gedruckten Tisch. Ach, wie cool, da konntet ihr euch ja richtig kreativ ausleben. Ja, diese Treppe. Auch das Obergeschoss ist komplett gedruckt. Alles ist rund und in Kurven gebaut. Durch den Betondruck kann man also viel schneller und einfacher ungewöhnliche Formen bauen. Aber es ist auch nicht schwieriger, das zu drucken, ne? Überhaupt nicht. Also es ist wirklich einfacher, das zu drucken, als es herkömmlich zu machen. Also hier sieht man ganz schön, was man eben mit diesem 3D-Betondruckverfahren ganz einfach herstellen kann. So, und hier haben wir was ganz Besonderes. Das ist ein Wäscheabwurfschacht. Ach Quatsch. Den haben wir direkt mitgedruckt, was man hier machen kann. Da siehst du es halt, komplett gedruckt, jo, auch rund gedruckt. Auch alles. Magst du mal das Handtuch da reinschmeißen? Ab in die Waschmaschine! Die befindet sich im Technikraum. Dort steht auch ein Teil der Luftwärmepumpe. Denn das Betonhaus ist ein Niedrigenergiehaus. Aber wie funktioniert das jetzt genau mit dem Hausdruck? Zuerst hat Waldemar am Rechner einen dreidimensionalen Bauplan entworfen. Es ist eben wichtig, dass man ganz schnell in dieses 3D-Modell am Computer kommt. Wir haben nämlich vorher das Ganze im kleinen Maßstab gedruckt. Ich habe hier nämlich ein Gebäudemodell. Oh, ein Mini-Haus. Ein Mini-Haus, was also ganz genau nach diesem digitalen Modell gedruckt worden ist, um einfach auch zu sehen, ob alles funktioniert, ob das mit den Daten genauso rüberkommt, wie wir das eben entwickelt haben am Computer. Hier sieht man wirklich ganz schön, wie die Räume aufgebaut sind. Und das ist 1:1 die Datei, die wir verwendet haben, um dieses Gebäude hier zu drucken. Wie so eine kleine Puppenstube. Auch das Geschoss können wir noch abnehmen. Da sieht man das Erdgeschoss. Und in dieser Ecke, da sitzen wir jetzt gerade. Witzig. Wir haben natürlich die gesamte Baustelle überwacht, auch Füllmaterial erstellt. Es wird also erst einmal eine Bodenplatte gegossen. Dann wird der Drucker aufgebaut. Das dauert ungefähr 1,5 Tage, dann ist der Drucker aufgebaut. Und dann geht es mit dem Drucken an sich ja schon los. Hier sieht man ganz schön, dass die Wände eben alle gleichzeitig gedruckt werden, also alle Wandscheiben, die wir haben, weil der Drucker sonst natürlich bei einer fertigen Wand keine Wand mehr davor drucken kann, weil er dann nicht mehr hinkommt. Wie schnell ist denn der Drucker? Der Drucker, der kann maximal 1 Meter pro Sekunde schnell werden. Also es ist schon wirklich extrem schnell. 1 Quadratmeter kann man ungefähr in 5 Minuten drucken. So ein Geschoss vom gesamten Haus dauert ungefähr 50 Druckstunden. Und wenn man sich das so vorstellt, ist das ungefähr eine Woche. Durch die Daten im Druckauftrag weiß die Maschine ganz genau, wo im Raum sie sich bewegen muss. Und lässt direkt auch die richtigen Aussparungen für Fenster, Türen, Kabel, Rohre und Steckdosen. Das Betonrezept ist übrigens streng geheim. Aber auf jeden Fall ist da mehr Zement drin als im üblichen Beton. Denn der Zement sorgt ja dafür, dass der Beton schneller fest wird. Beim 3D-Betondruck geht es also darum, Beton in eine Form zu bringen, ohne wie sonst üblich eine Verschalung zu benutzen. Warum beim Betondruck mehr Zement gebraucht wird, zeigen Waldemar und ich mal an diesem Kuchenteig. Anstelle von Sand, Wasser und Zement nehmen wir mal Milch, Mehl und Eier. So, gut vermischen. Und dann kommt der Beton, der Teig, in diese Form. Beim normalen Betonbau wäre das die Verschalung. Darin dauert es dann 1 bis 2 Tage, bis die Betonwand aushärtet und fest wird. Für den Betondruck nimmt man mehr Zement. Das sind bei uns mehr Eier. Die sind im Teig der Klebstoff, so wie der Zement im Beton. Der macht die nämlich schneller fest. Super, jetzt kann gedruckt werden. Sodass man den Beton übereinander schichten kann, ohne dass die Wand zu weich ist und einstürzt.
Beton passt übrigens auch super hierher, weil hier in der Gegend ist einer der größten Zementreviere der Welt. Überall findet man riesige Steinbrüche. Denn seit dem Mittelalter wird rund um Beckum Kalk abgebaut. Zement wird aus Kalkstein gewonnen. Und davon gibt es hier mitten in Westfalen eine ganze Menge. Entstanden ist der Kalkstein hier, weil diese Gegend vor ca. 80 Millionen Jahren von einem warmen, flachen, urzeitlichen Meer bedeckt war. Die Steine kommen dann ins nahegelegene Zementwerk. Dort werden sie ausgeschüttet und gelangen in den Steinbrecher. Dort werden sie erstmal in kleine Stücke gebrochen. Von da geht es in die riesige große Rohmühle. Die ist sehr laut, denn da drin sind 70 Tonnen Stahlkugeln, die den Kalkstein zu feinem Mehl zermahlen. Patrick zeigt mir die mal in einer Mühle, die sich gerade nicht dreht. Oh, es sieht aus wie ein riesengroßes Stahlkugelbällebad. Und die Kugeln gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Hier könnt ihr die mal sehen. Das feine Kalkmehl gelangt dann in einen 54 Meter langen Drehrohrofen. Dort wird es bei 1400 Grad zu Zementklinker gebrannt. Puh, ganz schön heiß hier oben. Überwacht wird das Ganze in der Leitstelle. Es gibt sogar eine Kamera im Ofen. Man braucht also viel Energie zur Zementherstellung. Das erzeugt leider zurzeit noch sehr viel CO2, was natürlich unserem Klima schadet. Aber die Hausdrucker haben sich einiges ausgedacht. Beim 3D-Häuserdruck wird weniger Beton eingesetzt als üblich und dadurch ist es viel schonender für die Umwelt, ne? Definitiv. Und es gibt ja auch noch viel mehr umweltfreundliche Punkte. Ja, ich würde ganz gerne mal die Dämmstoffe zeigen, die wir verbaut haben. Mhm. Wir haben hier ein paar Testwände, an denen wir das ganz gut erklären können. Das, was wir hier sehen, ist ein Perlit-Dämmstoff. Das ist ein aufgeblähtes Vulkangestein. Das muss ich so vorstellen, dass es ganz kleine Körner sind, die dann auf 1000 Grad erhitzt werden und die dann praktisch wie so Popcorn aufpuffen. Und das ist eben ganz leicht und dämmt super gut. Das passiert begleitend zum Druck. Die Maschine fährt und druckt die Wände und gleichzeitig wird eben das Material in diese Hohlräume geschüttet. Und dadurch haben wir unsere Dämmebene fürs Gebäude. Jetzt zeige ich dir noch einen weiteren Dämmstoff, den wir auf dem Dach verbaut haben. Und zwar wird das hier mit diesen Platten gemacht. Das ist ein recyceltes Material, eine Schaumglasplatte. Die haben wir auf dem Dach als Dämmung verbaut. Beim Schaumglas ist es so, dass diese Dämmplatten aus recyceltem Glas hergestellt werden. Auch die werden wieder erhitzt. Dadurch haben wir ganz viele Lufteinschlüsse in diesem Material, sodass wir es dann als Dämmstoff verwenden können. Super, also auch total umweltfreundlich. Definitiv. So, und das Haus ist jetzt noch für alle als Musterhaus zu besichtigen. Noch, denn bald wird jemand anderes hier einziehen, nämlich Lisa. Hallo Lisa. Hallo. Wann wirst du denn einziehen in das schöne Haus? Ich werde Ende nächsten Jahres hier in das Haus einziehen. Und wie groß ist die Vorfreude? Sehr groß, ich freue mich schon extrem drauf. Das hört man doch gerne als Architekt, oder? Definitiv. Und hier ums Haus lässt sich auch super Fangen spielen, oder? Ja. Wer seid ihr denn? Ich bin Luisa. Und ich bin Lisa. Das ist meine Tochter mit ihrer besten Freundin. Was findet ihr denn am besten am Haus? Also ich finde die Wände, dass die nicht so eckig sind, sondern so rund. Ich finde den Wäschekorb cool, da kann man dann runtergucken. Mhm. Ihr habt doch was mitgebracht, ne? Ja. Was habt ihr denn da gemalt? Zeigt mal her. Ein Zukunftshaus. Ach, wie eure Häuser aussehen sollen? Hier ist zur Hälfte ein Sonnenhaus und hier ist zur Hälfte ein Nachthaus. Und was hast du gemalt? Ich habe den UFO gemalt. Das ist für die Maus dann in der Zukunft das neue Haus. Und sind die Häuser auch gedruckt? Ja. Ja. Ach, perfekt. Das hört der Waldemar bestimmt auch direkt wieder gerne. Natürlich. So gehört sich das. Dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen Fangen spielen. Und ihr natürlich auch. Ja. Das war's vom 3D-Haus hier in Beckum.